Also ich kenne keinen, der das so macht. Bei mir im Umkreis, da machen das alle so. Das ist nun mal so. Das macht man so. Und so weiter und so fort. Gesellschaftliche Verhaltensweisen in Rechtfertigung bei Argumentation. Hey, guten Morgen! Es passiert den meisten von uns einmal, dass wir in Diskussionen, wenn wir Wort gegen Wort prallen, dass wir einfach mal so die Keule der gesellschaftlichen Rechtfertigung schwingen. Da bin ich auch nicht vorgefeit. Gerade dann, wenn der Gegenüber irgendwas anders macht als die Masse der Gesellschaft. Da verfällt man sehr, sehr leicht in diesen Automatismus. Einfach die Gesellschaft heranziehen als großes Totschlagargument. Aber genau an diesen Punkten sollten wir innehalten und bewusst werden. Denn wenn ich dieses als Argument ins Feld führe, dass das alle so machen, dann habe ich keine wirklichen Argumente mehr. Denn die Menschen haben alle irgendwann geglaubt, Fleisch ist gesund, alle irgendwann fest daran geglaubt, dass man ein Lamm opfern muss, um die Götter zu besänftigen. Alle haben daran geglaubt, dass die Erde mal flach sei. Eine gesellschaftliche Meinung repräsentiert immer nur den derzeit anerkannten Wissensstand. Und dieser ist fast immer, genau in diesem Moment, wo er anerkannt ist, veraltet. Richtig, er ist fast immer veraltet. Denn egal in welchem Wissensgebiet, was ihr euch da so vorstellen könnt. Das heißt, ich klammere mal die Mathematik aus, künstlich generierte Wissenschaft, jede Naturwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie, was auch immer. Selbst in der in sowas Zeitlosen wie das Philosophie, selbst in solchen Dingen gibt es immer wieder Veränderungen. Menschen erfahren mehr. Menschen können besser differenzieren. Menschen können, habe ich jetzt Männer gesagt? Oh, darf ich nicht sagen, Menschen natürlich. Sie generieren immer diffizileres Wissen. Es entwickelt sich immer weiter. Und in jedem Wissensgebiet gibt es eine Avantgarde. Eine Gruppe von Menschen, die dieses Wissen erstmals erfahren, erforschen oder herleiten. Was bedeutet das für die Argumentation? Und das ist der Kernpunkt, den ihr euch heute bewusst werden solltet. Wenn ihr die gesellschaftliche Meinung, egal in welchem Punkt, als Argument hernehmt, dann ist dies zu fast 100% immer veraltet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr sagt, aber andere machen das auch so, oder etwas indirekter ausgedrückt, das ist nun mal so, ist sehr hoch, dass ihr rückständig seid und in alten Denkmustern und damit euren gedanklichen Komfortzonen verharrt, anstatt konkret über die Argumente nachzudenken, die die andere Person nennt und darauf einzugehen. Denn andersrum bedeutet es, wenn jemand gegen die gesellschaftliche Meinung von Vernunft und Sinnhaftigkeit argumentiert, dass dieser das Potenzial hat, ein Avantgardist zu sein, ein Vordenker, ein Mensch einer neuen geistigen Evolutionsstufe oder eben auch nur ein Spinner. Das kann natürlich auch sein. Und wisst ihr, was das bedeutet? Was das für euch bedeutet, wenn ihr so jemandem gegenübersteht? Ihr habt die einmalige Chance in diesem Moment, wo jemand, der keine sozial angepasste Meinung vertritt, mit euch diskutiert, euch geistig weiterzuentwickeln. Und Weiterentwicklung ist das, warum wir mit unserer Art an die Spitze der Nahrungskette geschoben wurden oder uns geschoben haben. Unsere Spezies ist die Krone dieses Planeten, nahrungskettentechnisch. Das kann man nicht bestreiten. Und genauso kann man nicht bestreiten, dass wir, nachdem wir dieses ohne Rücksicht auf Verlust erkämpft haben, dass wir nun alles daran setzen, ja, als vernünftiger Herrscher mit einem Gefühl für Harmonie diese Erde in Balance zu halten. Umweltschutz, Tierschutz, die Frage nach Ethik und Moral, das sind Ergebnisse dieser geistigen Evolution und werden zumindest von mir durchweg positiv beurteilt. Ich werde immer dafür gelobt, dass ich in den zum Beispiel Live-Talks gerade mit sehr polarisierenden Menschen so ruhig und respektvoll umgehe, obwohl sie offensichtlich Unsinn erzählen. Wie dass die Erde flach ist oder dass die Juden den Deutschen den Krieg erklärt haben. Dieser Unsinn wird aber nur von uns als Unsinn wahrgenommen, weil wir es so gelernt haben, gelernt bekommen haben und dass dies eben der aktuelle Wissensstand ist. Da macht es für mich Sinn, Unsinn ernst zu nehmen und kritisch zu hinterfragen. Es könnte eine neue geistige Evolutionsstufe sein. In den Gesprächen werde ich dann die Argumente dieser Menschen, und das solltet ihr auch tun, kritisch prüfen. Und in den beiden Beispielen jetzt dann eben herausfinden, dass der Unsinn tatsächlich eine sehr große Chance hat, Unsinn zu sein, weil klare Motivation und menschliche Verhaltensweisen hervortreten, warum man denkt, wie man denkt und dass man eben kein Avantgardist ist, sondern zum Beispiel einen, ja, voll Hass oder voll Angst zerfressenden Geist besitzt
Oder beides. Gebt den Menschen, die anders denken, wirklich, gebt ihnen die Chance, diese anderen Gedanken zu äußern, und gebt euch die Chance, diesen mit einem offenen Geist diese anderen Gedanken aufzunehmen und kritisch zu durchdenken. Vielleicht macht es Sinn, die Leichen unserer Verstorbenen zu essen. Vielleicht macht es Sinn, sich morgens mit Kot einzuschmieren. Vielleicht gibt es eine größere Ernte in der nächsten Saison, wenn man jeden Morgen dreimal mit dem Arsch gegen die Wand springt. Hört erstmal zu. Hört auf die Argumente und verdrängt euren konditionierten Instinkt, das sofort als Spinnerei abzutun. Lernt kritisch, offen und bewusst zu argumentieren. Denn unter 100 Spinnern ist der eine Mensch dabei, der euch auf eine neue Stufe der geistigen Evolution heben kann. Alles Liebe, Euer Christian.